Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Dryfield, ne, und haben uns das Benzin geholt für den Truck, den er da repariert. Und wir haben fast keine Items mehr, Leute. Schaut euch das mal an, wir haben hier wirklich nur noch Resterampe. Wir haben jetzt wirklich nur noch die stinknormale Muni. Und hier die M93R ausgerüstet. Ja, war ich nichts mehr. Und ja, ich hoffe, dass man bei ihm was kaufen kann. So, würde ich sagen, geben wir dem mal hier den Benzinkanister. Sehr gut. Einen Moment. Alles klar. So, das müsste reichen, um zum Bunker zu fahren. Ich brauche etwas Zeit. Ich rufe Sie, wenn es fertig ist. Warten Sie in Ihrem Zimmer. Genau, Leute, der schickt uns jetzt aufs Zimmer. Allerdings, oh, schaut euch das an, da sind wieder die Gegner. Da sind wieder alle möglichen Gegner, Leute. Ach ja. Aber wisst ihr was, ich muss leider noch mal ganz kurz einen Schnitt machen, weil ich muss mit meinem Festplattenplatz mal gucken, ob ich noch eine Aufnahme hinkriege. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, das passt locker noch. Das passt locker. Sehr cool, Freunde. Gut. Ach nee, ich wollte ja... Nee, noch nicht losgehen. Ich wollte ihm ja was hier abkaufen. Was ist? Brauchen Sie was? Ja, natürlich. Ich brauche, keine neue Waffe. Die Rifle? Obwohl. Die Rifle würde ich ganz gerne im nächsten Gebiet mitnehmen, aber die würde ich mir jetzt noch nicht kaufen. Nee. Munition auf jeden Fall. Ey. So, Bugshots, komm hier. Mach mal wieder voll hier. 200 Stück. So. Und Granaten bitte. Ganz viele. Die werden wir nämlich brauchen, Leute. Die werden wir brauchen. Ach, mal 60 Stück. So. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben. Aber, die brauchen wir. Packen Sie als nötige in den Laster. Stimmt, Leute. Stimmt, wir müssen jetzt Item-Management machen. Hier, schaut mal. Hier ist eine Item-Box in dem Laster. Ich brauche auch gar nicht so viele Medizin, ne? Verschieben, verschieben, verschieben. Ich brauche gar nicht so viel Medizin, Leute. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Muni. Das ist schon mal gut. Ansonsten... Granatenwerfer? Nee, lass mal kommen. Allerdings kann ich mich jetzt hier wieder umrüsten. M93. Nein. Hier die PA3 mit Bugshots, Leute. Ich laufe viel lieber mit der Schrot rum. Ganz ehrlich. So. Und wir haben jetzt hier noch nur Medizin drin und ein MP-Wasser. Gut. Gut, für alle Fälle lade ich mir jetzt hier nochmal die Granatenpistole rein. Lade die nach mit den 60 Granaten. Und ja, meine Güte, jetzt bin ich schon 5 Minuten in diesem Raum hier. Los geht's. Gegner killen. Wir sollen uns nämlich erst ins Bett legen, hat er gesagt. Na? Aber erstmal gibt es eine Gegnerrunde. Genau, Leute, ja. Wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Was? Ledermäuse da oben. Okay, Plasma. Schnell. Plasma, los. Komm, mach Plasma. Sehr gut. Und am besten nochmal. Verdammt. Am besten nochmal hier Plasma, komm. Und zack. Sehr gut, Leute. Sehr schön. Blöde Fledermäuse, wirklich. Gut, jetzt können wir nämlich mal wieder ein bisschen Items sparen. Moment. Ach, schaut mal. Ach, das sind die Dicken. Hier, oh. 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 Genau, die Dinger. Feuerball Level 2. Zack. Alter Schwede, mein Lieblingsgegner vom Anfang. Oh, oh. So. Was machst du denn da? Der planscht da ein bisschen rum. So, Leute. Feuerball. Uff. So. Die Gegner sind so geil. So. Hydra-Muni. Kann ich immer gebrauchen. Her damit. So. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut.
Ich bin jetzt hier in Tag 15 der Eigenisolation. Und es ist nicht so toll. Wahrscheinlich, wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich schon fast in der dritten Woche der Eigenisolation. So, mach die mal kaputt hier, los. Da ist noch einer irgendwo. Noch so ein Dickerchen. Wo ist denn der? Da vorne. Okay. Wow, 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 der will dich schlagen. Ah ja, hör auf. Der will dich schlagen. Mach den kaputt. Los. Da ist noch einer. Noch so ein Dicker. Okay. Boah, der hält mehr als eine Kugel aus hier. Bam. Oh, schaut mal. Wie das den Oberkörper wegspringt. So geil, Leute. 15. Medizin 2, sehr gut. Leute, ich brauche mal wieder ein paar Items hier. Das ist einfach so. Oh Mann. Habe ich hier keinen Flair oder sowas? Nee, leider nicht. Ja gut, dann machen wir das halt einfach. Mach die Fledermäuse erstmal weg. Ah, verdammt. Plasma, schnell, komm. Mach schnell. Ah, verdammt. Die treffen mich immer, diese Biester hier. Fledermäuse weg. So, dann die Ratten. Die Ratten, ey. Meine Güte. Laborratten. So, Leute. Dann. Hier ist nichts, okay. Schade. Ich dachte, hier wäre wieder fast, aber. Nee. Die ist hier vorne. Das sind sogar zwei. Und zack. Mach die mal kaputt hier, los. So, genau. Hier waren ja die 8 Weinfässer, ne? Wir hatten ja beim letzten Mal diesen Code entschlüsselt. Und da haben wir dieses Item bekommen, dieses Weihwasser. Das lässt uns, glaube ich, weniger Schaden einstecken. Da bin ich mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, was das macht, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Item. So, haben wir denn wieder genug XP? Wir haben wieder genug XP, Leute. In Anbetracht dessen würde ich mal sagen, mache ich mal den Energy Shot jetzt auf Level 2. So, zack, Leute. Den werden wir definitiv brauchen bald. Sind hier Gegner drin? Nein. Okay, gut. Ja, den Energy Shot werden wir bald brauchen. Gut. Was war das denn? Genau, das war ja hier, ne? Richtig. Genau, Leute. Dann killen wir mal noch jetzt nochmal jetzt hier die ganzen Gegner. So. Ah, Gremlings, nein. Ich hasse die Dinger. So. Alles klar. Dann noch mehr Gremlings. So. Ah, verdammt. Die treffen einen immer, ne? Das ist so bescheuert. Oh, Gott sei Dank, Leute. Wirklich. Und schieß da drauf. So, los. Die sind blutverschmiert, ey. Wirklich. Warum sind die blutverschmiert? Meine Güte. Diese Sounds, ey. So geil. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz hier rein. Meine Frau hat gerade eben drüben gelacht. Ja. Ah, Babys. Okay, was soll das denn hier wieder? Babybelagerung, ey. Also wirklich. Pfsch. Explodieren der einfach, ey. Zack. Und zack. Ist hier noch was? Nö, das war's, okay. Die bringen auf jeden Fall gut XP, glaube ich. Ja, die bringen mehr BP. Okay, das ist schon mal gut. Gut, Leute. Sehr schön, ja. Wie gesagt, also Corona ist im Moment echt nicht schön. Wenn man 2 Wochen am Stück zu Hause ist, dreht man echt am Rad. Das ist einfach so. Wir gehen nur noch zum Einkaufen raus und das zehrt schon irgendwie echt an den Nerven. Deswegen bin ich über jede Ablenkung hier dankbar. Oh nee, aber nicht über so eine Ablenkung. Ah, diese scheiß Pferde hier, ey. Gut, dann. Geht das? Nee, mach mal Feuerball, komm. Und zack, und lauf! Ach, verdammt. Die treffen einen aber auch immer, ne? Und lauf! Ach, Gott sei Dank. Lauf! Oh, Gott sei Dank. Und mach den... Nein! Ach, verdammt. Lauf weg! Oh, Gott. Lad nach! Verdammt nochmal! Oh, und schnell Plasma machen, bevor der angerannt kommt! Verdammte Kacke, ey.
Ich hasse diese Dinger. Ich hasse die Dinger. Wirklich. Die treffen immer. Ach, Mann. Das ist doch blöd, ey, wirklich. Ja, dann, keine Ahnung. Komm hier hingelaufen. Und schön gegen die Wand platschen. Sehr schön. Und der auch. Komm, der kommt angelaufen. Und schön gegen die Wand platschen. Boah, sehr schön. Hä? Der lebt noch. Warum lebt der noch? Was soll das? So, jetzt. Oh Mann. Diese dummen Viecher, wirklich. Ich hasse sie. Ich hasse sie. So. Hier haben wir jetzt alles, ja. Wie gesagt, also, ich hoffe, euch geht's besser in Corona-Zeiten. Hä? Was macht denn der Hund hier? Okay. Hallo, Waufi. Warum ist der Hund hier? Krass. Okay. Ja gut. Dann, kommt ihr mir jetzt überall nach, oder was ist los? Nö, okay. Oh Mann, schon wieder Pferde. Mensch. Ah, ich hasse die. Gut, dann mach Feuerball hier, komm. Feuerball und bam. So, und so, genau, Leute. Oh, diese blöden scheiß Pferde hier, ey, wirklich. Ist noch was, ist noch ein Pferd. Ah, Mann, ich hasse die. Geh weg. Ich mag dich nicht. Da kommt er so um die Ecke geschissen, ey. Kommt er so um die Ecke geschissen. Ja, ja. Wie das aussah eben, das war so geil. Gut, Leute. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich kann mich hier an eine Szene erinnern, Leute. Das wird, gleich kommt eine coole Cutscene. Da ist auch wieder Kleinvieh drin. Na gut, dann. Ach du Kacke. Geh hier rein. Und mach mal Plasma, komm. Direkt Plasma machen. So. Da oben die Bienen wegmachen. Verdammt. Die haben mich trotzdem blind gemacht. Verdammt. Ja, wenn wir blind sehen, können wir nämlich nicht zielen. Doch, können wir. Aber halt, sie nimmt halt nicht diesen Auto eben, wenn wir blind sind. So, hier waren ja die vier Pinkelbecken, ne? Vom Rätsel. Genau, hier, diese vier Pinkelbecken. Mhm. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Gegnerrunde gleich schon gemacht. Allerdings, sind da echt nur noch... Da oben in dem Loft ist noch was, ne? Gut, dann gehe ich da oben kurz noch in das Loft rein, da. Und, ja. Puh, gut. Dann gehen wir mal. Ja. Ich wiederhole mich nochmal. Ich hoffe, es geht euch besser zu Corona-Zeiten. Und, ja, freue mich über jeden Zuschauer hier. Und, oh nee, Leute. Nur oh Gott. Nur anstrengende Gegner hier, wirklich. Nur anstrengende Gegner. Mann, ey. Mach den kaputt da unten. Los. Oh, Leute. Nur anstrengende Kackgegner. Wirklich. Ich hasse es. Combustion. Mann. So. Ich habe schon wieder fast keine MP mehr, ey. Das ist doch bescheuert. Naja, gut. Habe ich nicht noch eine Cola oder sowas? Moment. Habe ich nicht noch eine Cola? Leider nicht, ne. Medizin 1? Ah ja, Medizin 1. Sehr schön. Gut. Medizin 2. Verschieben. Hier unten rein. So. Ja, im Moment ist das echt ziemlich itemlastig, ne, was ich hier mache. Aber geht schon, Leute. Geht schon. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier noch das Telefongespräch mit. Ja. Genau, nehmen wir das hier mal kurz noch mit. Ja, okay. Ich sag's ihm. Ja, du auch. Ja, super. Die sagen auch nichts mehr zu einem, ne? Die wollen auch nicht mehr mit mir reden. Ist so gemein hier. Okay, Leute. Machen wir mal weiter hier die Gegner platt. Schon wieder diese Dinger hier. Verdammte Kacke. Ah, die Shotgun, die macht zu wenig Damage gegen die, ne? Wenn es keine Fireflies sind.
Kannst du vergessen, Junge. Oh, doch zwei Stück, ey. Mann. Ja, dann lass ihn schlagen. So, Combustion. Komm, los. Ah, verdammt. Ich hasse diese Gegner. Die Gegner werden immer anstrengender. Verdammt nochmal. So, jetzt hier. Zwei. Der andere hat natürlich nicht das getroffen, das Combustion, ist klar. Verdammte Kacke. Ah, Mann, jetzt mach den kaputt. Ja, ja. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, weil wir haben jetzt schon wieder 1225 XP und 108 BP. Ich plane das nämlich so, dass ich bald was levele und dann die MP wieder voll mache. Genau so sieht's aus, Leute. So mache ich das. So. Kleinvieh. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Wieder oben die. Los. Muss ich erstmal die anderen kaputt machen. Komm, der da oben, der. Genau. So. Dann gehen wir dahin. Ratten und Babys, okay. Moment. Ich nehme das Baby da hinten, damit das schön in die Luft fliegt. Ah, die Ratten, die sehen so aus wie im ersten Teil, ne? Im ersten Teil hatten wir auch so Ratten. Ja. Genau, Leute. Wir haben mehr als 1250. Boah, nach und nach kriegen wir alles auf Level 2, ne? Das ist so krass, Leute. Metabolism. Ne, der ist schon schnell genug. Plasma. Ha, schade. Necrosis aber, glaube ich, ne? Genau, Freunde, Necrosis, das können wir machen, das mache ich auch. Ja, Freunde, so nach und nach, ne, alles auf Level 2, das ist schon mal ganz gut eigentlich. Und, was ich noch gar nicht erzählt habe, ne, wie ihr seht, bei jedem Bereich ist noch ein Platz frei, ne, für einen Zauber. Die Bereiche sind nicht komplett ausgefüllt. Hm, ob das was zu sagen hat? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Doch, ich weiß es schon, aber ich sag's euch natürlich noch nicht, ne? Ist klar. So. Ach, da hinten ist sogar noch was. Ja, dann mache ich die noch eben kurz. Ich wusste gar nicht, dass da hinten noch Gegner waren. Ja gut, dann laufen wir nochmal kurz dahin. Ich glaube, das ist eine ziemlich eklige Stelle da hinten. Ah, ja, ja, es ist eine eklige Stelle mit Blindmachern und Pferden. Und schnell hier, Dings, komm, Pyrokinese. So, und... Hess, macht den doch kaputt. Warum trifft die den nicht? Ach, verdammt, jetzt bin ich blind hier, ey. Egal, das ist nicht so schlimm, dann kann ich mich einfach von denen treffen lassen. So, und schon haben wir das Ding erledigt. So einfach ist das, Leute. Medizin 2, sehr gut. Und wir sind wieder voll. Cool, Leute. Cool, cool, cool. Okay. Wie viel MP... Wie viel BPs haben wir eigentlich? Ich drücke immer die falsche, ne? Wie viel BPs? Wieder 3300. Das ist so gut, Leute. Das ist so gut. So, Leute. Dann würde ich mal sagen... Jo. Gehen wir mal jetzt mal hier rein, Leute. Jetzt kommt eine richtig geile Szene. Freut euch drauf. Der Geil sitzt da und säuft sich ein. Genau. Der sitzt da einfach eiskalt. Hey! Alter Zichtbrille, was? Nur mal langsam. Bringen Sie mit. Geht auf mich. Mr. Douglas leiht uns seinen Wagen. Oh Mann, das ist cool. Endlich kann ich weitermachen. Sie haben doch nur Däumchen gedreht. Hey, hey, sagen Sie das nicht. Ich habe wichtige Infos. Okay. Was für Infos? Dieser Bunker. Er wurde zu bestimmten Zwecken umgebaut. Umgebaut? Wofür?
Ein Konzern soll diesen Bunker aufgekauft haben. Coole Musik hier. Sie haben Baumaterial und Dünger hineingeschafft. Baumaterial okay, aber Dünger? Noch dazu in der Wüste? Komisch, oder? Wir müssen das feststellen. Wir? Ohne mich. Ach, kommen Sie. Ich habe davon Nutzen, oder? Na gut. Ich werde mir das überlegen. Was eine geile Szene, wirklich, Leute. Und ja, hier ist jetzt nämlich der Raum, hier, wo wir jetzt hier die Musik anmachen können, Leute. Eine Jukebox, ich leg mal was auf. Tower Rendezvous. Oh, die Musik aus dem Café, aus dem Anfang. The Vagrants. Das hat er aufgelegt, das hört sich geil an. Out of Phase 2. Oh, ganz am Anfang. Aus dem Polizeirevier da noch. Lazing Away the Morning. Ah, das ist die Musik von dem Chefbüro. Alles klar. Mir gefällt die am besten jetzt gerade. Ist einfach geil. Sitzt der Typ da einfach so und... Ja, seufzt sich ein. Oh Mann, Leute. Ja, ja. Keil, keil, also. Der sitzt da immer noch. Hm? Wollen Sie auch eine Cola? Ja, als ob der nur Cola trinkt. Nein, danke. Ach komm schon, ah ja. Was denn? Kannst du losgehen? Mr. Douglas macht gerade die Reparaturen. Okay. Sagt er noch was? Kannst du losgehen? Achso, ja okay. Nö. Mr. Douglas macht gerade... Okay. So eine geile Szene hier, wirklich. Und die Mucke ist einfach geil. So gibt's jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Nein. Ich bin müde. Ich sollte mich hinlegen. Genau, Leute. Wir sollten uns hinlegen. Richtig. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, ja. Gibt's hier noch eine Cola? Ich brauche nichts. Ja, ja, geil, ne? Du säufst dir hier schön eine Cola angeblich. Ich glaube nicht, dass du dir nur eine Cola trinkst. Naja, gut. Geile Mucke hier. So, gut, dann gehen wir mal wieder hier raus. So, die Karte sagt ja, ne? Karte. Wir sollen uns hinlegen. Okay, Aya ist müde. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, mache ich das mal. Allerdings, da die Szene danach ein bisschen sperrig wird... mache ich die Folge hier wieder ein bisschen kürzer. Es tut mir leid, Leute. Aber ja, das ist halt einfach so gewollt. Nee, nicht so gewollt, aber es ist notwendig, dass ich die Folge kürzer mache, weil danach wird's happig, Freunde. Wenn wir uns jetzt hier hinlegen, dann wird's happig. Und genau. Gut. Sagt das Telefon noch was zu uns hier? Ja, okay. Ja, nee. Lieber eher nicht. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier schlafen gehen, Gott, bin ich müde, ich will mich hinlegen. Schlafen? Ja. Bevor wir jetzt uns hier hinlegen, Leute, würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal nochmal einen Cut rein. Ja, wir haben einiges erlebt diese Folge. Wir haben Douglas den Benzinkanister gebracht, Kyle hat sich zugesoffen, wir haben Gegner platt gemacht. Richtig nice, Leute. Und ja. In der nächsten Folge geht es sehr spannend weiter. Freut euch da schon drauf. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.